Immer mehr Erwachsene sind von Mobbing-Attacken betroffen. Dabei handelt es sich vor allem um digitale Hetze, wie eine neue Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing belegt. Für die Studie Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen wurden 4000 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Rund 5 Millionen der Erwachsenen bis 65 Jahren gaben an, schon einmal Opfer von Cybermobbing gewesen zu sein. Insgesamt zeigte die Studie, dass mehr als 17 Millionen Menschen zwischen 18 und 65 Jahren bisher unter Mobbingangriffen gelitten haben. Meistens komme es in der Arbeitswelt zu solchen Schikanen. Laut der Studie hat Corona die digitale Hetze noch begünstigt. Während des Lockdowns wurden Eltern wegen Betreuungsproblemen ihrer Kinder von Vorgesetzten oder KollegInnen unter Druck gesetzt. Vor allem die Anonymität und die fehlende Strafverfolgung befeuern das Cybermobbing laut der aktuellen Studie. Die Mobbingopfer würden vermehrt zu Alkohol, Medikamenten und Drogen greifen und unter psychosomatischen Problemen leiden, die häufig das ganze Leben lang andauern.